Die digitale Gesellschaft engagiert sich für die Freiheitsrechte, für Konsumentenschutz und Menschenrechte im digitalen Bereich. Wenn Sie zum Beispiel zu einem der vielen Menschen gehören, die irgendwie elektronisch kommunizieren, Telefon, E-Mail, WhatsApp, was auch immer, sind Sie betroffen von der Massenüberwachung. In der Schweiz haben wir zwei Probleme. Einerseits die Vorratsdatenspeicherung, andererseits die Funk- und Kabelaufklärung. Gegen beides haben wir von der digitalen Gesellschaft aus Beschwerden am Laufen, die auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abzielen. Und da sind wir natürlich entscheidend darauf angewiesen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention auch in der Schweiz absolut gültig bleibt, ernst genommen wird. Darum wehren wir uns mit Händen und Füßen gegen die Initiative, die das beschneiden will.